Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und zeige euch heute diese kleinen Origami-Hasen, wie die gemacht werden. Ja, ihr braucht ein DSP, ein Designerpapier in 6 Inch mal 6 Inch. Und das wird jetzt einmal in der Mitte gefaltet. Also ihr braucht wirklich nur euer Papier und nichts anderes. Dann faltet ihr die eine Seite in die Mitte und die andere Seite in die Mitte. Wenn man nicht genau darüber ist, dann sieht man diese Linien gar nicht so gut. Das hätte noch ein bisschen dran gemusst. So. Dann faltet ihr es wieder auf und faltet die eine Seite zu der Linie, die ihr gerade gemacht habt. Muss ich mal hochheben, dann sehe ich es besser. Und das macht ihr auch auf der anderen Seite. Also bis zu der Falzlinie hier der ersten. So. Und jetzt nehmt ihr nochmal die Seite und geht nur bis wieder zur ersten Falzlinie hier auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite macht ihr das auch so. So, wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falzlinien und 8 gleich große Stücke. Jetzt falten wir uns das nochmal einmal diagonal in diese Seite, wieder aufmachen und die andere Seite. Und wieder aufhalten. Jetzt falzen wir uns das jetzt ist es schon die zweite Linie wieder zu und nehmen dann hier diese Ecke, diese Linie hier, die muss auf die Diagonale hier gelegt werden. Also so und flach zusammenkleben. Ich zeige es euch noch mal ein bisschen näher. Also wir haben hier diese Kante. Und diese Falz oder diese Ecke hier, die muss auf diese Diagonale gelegt werden, dass die sich berühren und dann zusammenfalzen. Dann dreht ihr das Ganze um und dann habt ihr hier eine Falzlinie, das ist die erste von unten. Bis dahin knickt ihr das Papier runter. Und geht gleich wieder hoch. Dann habt ihr hier so eine kleine Ziehharmonika. Also einmal runter und gleich wieder an der nächsten Falzlinie hoch. Dann macht ihr das platt bis zu dieser Ecke und legt euch das zweite Hasenohr genau oben drauf. Und dann sieht es so aus. Dann habt ihr hier eine Falzlinie. Die wird einfach nach innen geknickt. Und das ist dann die Hasenschnauze. So, dann habt ihr diese Ecke hier hinten, diese Falzlinie hier. Also wieder eine von oben und dann muss diese Kante muss auf dieser Falzlinie liegen. Das sieht dann so aus. So, das müsst ihr schön glatt streichen. Ich empfehle das auch nochmal, die andere Richtung zu machen. So, weil jetzt öffnen wir den Hasen und dann habt ihr hier dieses M. Und hier diese Falzlinien.
die sind jetzt gerade entstanden. Und die müssen wir nach innen falten. Also ihr macht das, den Hasen ein wenig auf und geht diese Falzlinien einmal lang, dass die alle nach außen kommen. So, und dann könnt ihr das flach drücken. So, und dann ist der Hasenpopo fertig. Jetzt kommt der Rand vom Korb. Ihr habt hier hinten am Hasenpopo, hebt ihr das hoch und dieses untere Teil, das wird an der ersten Falzlinie nach innen gefalzt. So, ich zeige es nochmal. Also dieses Teil wird eine Falzlinie nach innen gefalzt. Jetzt legt ihr euch den Hasen so hin und dann seht ihr hier dieses kleine V und da muss diese Ecke, muss da rein. Auch wieder eine, ihr könnt das so anheben und dann legt ihr das so einmal drüber und geht hier nach vorne und dann habt ihr diese Ecke hier, die steht jetzt so auf und dieser Knick, der muss auf diesen Rand so drauf. Der Knick, seht ihr das? Ich zeige es euch gleich nochmal näher. Dann sieht das so aus. Also dieser Knick, den wir hier gerade haben, der ist mit dem Rand hier vom Hasen in einer Linie. Genau. So, das war die eine Seite. Dann wird der Hase umgedreht und das Ganze auf der anderen Seite wiederholt. Also wieder dieses Stück hier einklappen. Und dann könnt ihr den Hasen hier so aufmachen. Und hier ist wieder dieses V. Das ist ja jetzt hier einmal schon geschlossen. Und die andere Seite kommt auch da rein. Und dann wandert ihr wieder hier hoch. So. Das ist ein bisschen fummeliger, bis dann diese Ecke hier erscheint. Und da müsst ihr wieder diesen Knick auf den Rand bringen. Ja, jetzt muss ich nochmal einmal aufmachen. So, den Knick auf den Rand. So. So sieht das dann aus. Und dann habt ihr wieder einen flachen Hasen. Dann dreht ihr den Hasen um und habt hier den Hasenboden. Dann nehmt ihr euch hier diese Ecken und knickt die einfach mal so ein bisschen in die Mitte rein. Das wären dann die Hasenfüße. So. Und dann könnt ihr das schon wieder zuklappen. Und jetzt werden noch die Hasenohren gefalzt oder modelliert. Dafür legt ihr euch den Hasen so hin und diese kleine Ecke hier, die wird einmal eingeklappt, dann wird sie nochmal eingeklappt und dann wird es nochmal eingeklappt, aber so ein bisschen schräg und dadurch entsteht dann hier dieses Hasenohr. Und damit es ein bisschen fester ist, macht ihr hier an der Hasenstirn, klappt ihr euch das auch nochmal ein wenig ein. Und dann ist das Hasenohr fest und ihr könnt die andere Seite machen. Ich drehe es mal wieder um, dass es genauso aussieht. Wieder eine Mini
ein Mini-Stück umknicken. Dann nochmal. So, und dann wird das Hasenohr geformt, indem ihr das so nach unten knickt. So, dann ein bisschen, so, ein bisschen festmachen, indem man die Stirn noch umknickt. So, und dann könnt ihr den Hasen vorsichtig öffnen, den Boden etwas rausmachen, den Popo ein bisschen, ein wenig runder machen, und man könnte jetzt hier noch gegen die Stirn von innen ein bisschen drücken, aber so ist euer Hase dann fertig. Dann könnt ihr ein bisschen Ostergras reinmachen und 3-4 Eier, und dann könnt ihr das so verschenken. Ich würde dann vielleicht hier noch frohe Ostern dran kleben, und ist auch eine schöne Idee, um auf die österliche Mittagstafel auch jedem einen kleinen Osterhasen auf den Platz zu stellen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und das Video war hilfreich. Es ist ja immer ein bisschen besser, es zu sehen beim Falten, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!